Hallo miteinander, das ist der Beci von Radio 15 und heute habe ich wieder zwei Ehrengäste bei mir. Sie sind schon mal bei mir gewesen, also der eine, und er stellt sich also gerne nochmal vor. Salü! Mein Name ist Stefan Beiker, ich bin der Autor von der Kinderbuchserie «Der Geister geboren». Mittlerweile gibt es 9 Bände. Mein Name ist Jörg Forrer und ich bin Betriebsleiter vom Geistergeborenen Skatepark in Wetzikon. Coole Sache. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, hier vorbeizukommen. Und jetzt fangen wir aber gerade mit dem Geistergeborenen Skatepark. Wie ist der überhaupt entstanden? Da gibt es auch schon ein Moment, oder? Ja, ich mache es ein bisschen kurz, die Geschichte. Wir hatten einen Skatepark in Dünten, Pfegi. Und haben dort Anfang 17 raus müssen. Und haben dann lange eine Halle gesucht und sind dann in Wetzikon fündig geworden. Und dann haben der Stefan Beiker, der auch da ist, haben mal im Oktober 17 die Halle angeschaut, die war aber noch nicht parat gewesen. Und haben dann gedacht, das könnte etwas werden. Und dann im 18. Januar 18 wir können rein und anfangen aufzubauen. Und so ist der Park entstanden. Wie kann man sich das überhaupt vorstellen, den Park? Da grosse Rampen, mega Kurven oder einfach einfache Parkkurs? Also wir haben einen Streetpark, wir haben Rampen, die etwa 1,10 Meter hoch sind und Rampen, die 1,70 Meter, 80 Meter hoch sind und dann am Pumptrack. Und jedes Fahrniveau kann auf seine Kosten kommen, wenn es kommt. Wie sind ihr überhaupt auf die Idee gekommen, so Rampen zu bauen? Sind ihr irgendwo spitzeln? Wo hat es überall etwas? Oder denkt, nein, wir haben eine Idee, das würde so in den Raum passen? Es waren ein bisschen zwei Sachen. Das eine, ich hatte einen Oberstufenschüler, der selber Inline-Skates fährt. Und hat das ganze Design gemacht vom Park. Und dann sind wir mal ein bisschen Werkspionage machen im Rolling Rock in Aarau. Haben dort auch unter die Rampen geschaut, wie sie konstruiert sind. Und so sind wir dann einfach mal 13. Januar 18 haben wir angefangen zu bauen. Und nach dies nach haben wir dann gelernt, wie man das macht. So habe ich das gerade rausgehört. Ihr habt das selber gebaut. Ist das richtig? Das ist richtig. Alles mit Freiwilligen. Genau. Da braucht man natürlich schon noch Zeit und ein bisschen Fairness und Highlight, um das können zu machen. Ja, wir haben 3 Monate gebaut. 13. Januar bis 13. April 18. Und Tag durch, Samstag, Abend. Aber ich hatte etwa 20, 25 Freiwillige, die da vollen Einsatz gegeben haben. Super gewesen. Wie ich am Anfang gesehen habe, eben die Hauptrampen und Rundrampen und hinten noch nicht viel. Aber jetzt haben wir ein bisschen ausgebaut, habe ich mitbekommen. Erzähl noch ein bisschen etwas, vielleicht habe ich es noch nicht live gesehen. Genau, im Hinterteil ist es der Pumptrack mit 2 Steilwandkurven, ein Oval. Und dann haben wir noch ein paar mobile Rampen, so 2 Boxen und kleinere Rampen, die man aneinander schieben kann. Und Rails, so Eisenstangen am Boden, zum drüber grinden. Das ist im hinteren Teil. Gut, dann lassen wir die Hörer in dem Fall noch ein bisschen träumen, wie es aussieht mit der neuen Taktmusikpause. Bleibt dran. Da sind wir wieder, der Betschi von Radio 15 und der Jörg Forrer vom Skatepark Wetzikon. Genau, und natürlich auch der Stefan Beiker. Wo man nachher auch zum Zug kommt. Wo kann man euch überall finden? Wo ist der Standort überhaupt von dem Skaterpark? Ist im Schöneichquartier in Wetzikon, so ein Industriequartier. An der Hofstrasse 99 haben wir unseren Park, eine Halle, deckte Halle. Und wir haben eine eigene Webseite, gkb.ch. Und dann haben wir auch noch Instagram und Facebook. Dann kann man natürlich auch schauen, wenn die Öffnungszeiten sind. Dann steht man ja vor der geschlossenen Tür, genau. Oder? Ja, wir haben jeden Tag offen. Immer ab 2 Uhr am Nachmittag und am Dienstag und Freitag bis 8 Uhr abends. Das heisst unbedingt, wer Interesse hat, den vorbeizuschauen. Man kann natürlich nicht nur fahren, sondern wir haben auch noch ein Nebenangebot. Ja, wir verkaufen dann auch Scooter, verkaufen, fair beraten. Wir verkaufen auch Scooter gratis reparieren. Und wir haben dann einen Kiosk mit Pizza, Knoblauchbrot, Hotdog, Süßigkeiten und Getränke im Angebot. Und man kann bei uns auch Geburtstag feiern. Wir haben etwa 130 bis 150 Kindergeburtstage im Jahr. Die sind wirklich sehr beliebt und die Eltern müssen nicht viel machen. Die Kinder fahren ja. Und das wird sehr, sehr geschätzt. Cool. Herzlichen Dank, dass du schnell Zeit genommen hast für dich.
den Gästekickboarder in Wetzigen zu erklären. Also unbedingt dort vorbeigehen, dort schauen, ausprobieren, aber auch für Erwachsene, oder? Ja, wir haben Vierjährige, die schon alle Rampen fahren, das ist eigentlich erstaunlich. Und wir haben auch so 40-Jährige, die alte Hasen sind und ihre Tricks machen. Und wenn auch Eltern, Grosseltern kommen, die dann auch gerne zuschauen, die ein Kind begleiten, sind dort und wir haben auch viel Zeit, um mit diesen Leuten ein bisschen zu schwätzen, ein bisschen austauschen, ein bisschen erzählen über den Park und so. Ist wirklich mega cool. Cool, herzlichen Dank. Jetzt machen wir nochmal eine kleine Taktmusikpause und nachher erzählen wir über das neue Band von Stefan Baiker. Und der Stefan Baiker, der auch in dieser Runde ist. Nur er stellt natürlich sein neues Buch vor, das 9. Band vom Geisterkickboarder. Das 9. Hättest du gerechnet, dass es so viel gibt? Ja, ich habe natürlich gehofft, dass es so viel gibt. Und wir haben ja bereits dann 8 Bücher geschrieben und dann war eigentlich klar, dass das 9. muss folgen. Und jetzt in den letzten 5 Jahren haben wir können wirklich 9 Bücher auf den Markt bringen. Und es geht natürlich in den Büchern eigentlich immer ums Gleiche. Es ist ein 10-jähriger Bub und ein 11-jähriges Mädchen, wo gegen das Böse in ihrer Stadt und der weiteren Umgebung kämpfen. Und die beiden sind maskiert unterwegs mit einer Geheimidentität und haben ganz viel Spezialausrüstung zur Verfügung, um eben gegen erwachsene Böse überhaupt eine Chance zu haben. Und im Band 9 gibt es wieder 6 verschiedene Geschichten. Und es kommen zum Teil immer wieder die gleichen Bösewichte vor. Zum Beispiel im Band 9 gibt es wieder den schwarzen Skorpion, der auftaucht. Oder es gibt den Jakob Stark, einen Einbrecherkönig, der wieder seine Untaten ausführt. Und es gibt Panik im Elefantenhaus im Zürich Zoo und am Schluss verschwindet der Geisterkickboarder spurlos im Fischertal. Wie kommt man überhaupt auf so Geschichten? Eben, es nimmt die Band und jedes Band hat 4 bis 5 Geschichten drin. Wie kommt man überhaupt auf eine Sofortsitzung? Ja, das ist für mich nicht so schwierig. Ich unternehme viel mit meinen Kindern. Dann gehen wir vielleicht ein Museum besuchen oder wir gehen eine Burg anschauen. Und dann frage ich oft meine Kinder, ja, haben die vielleicht eine Idee, was jetzt da passieren könnte? Und vor allem der 12-Jährige hat viele Ideen, der 4-Jährige auch, aber die kann ich nicht immer umsetzen. Und so entstehen immer wieder neue Geschichten. Cool, machen wir da schnell eine Musikpause. Bleibt dran, weil es wird nachher noch spannend. Da sind wir wieder mit dem Stefan Baiker, mit dem Geisterkickboarder Band, sein neues, das 9. Und eben, er hat ja Begleitung dabei. Seit wann ist eigentlich sie dabei? Zamuri, ja, die ist ab dem 3. Band dabei. Das ist uns ganz wichtig gewesen, dass wir auch ein Mädchen haben im Team, also eine weibliche Heldin, weil dann können sich die Mädchen praktisch in die Figuren hineinversetzen und die Buben können sich in den Geisterkickboarder versetzen. Und das war eine wichtige Komponente. Das 9. Buch wird der Geisterkickboarder nicht älter. Das ist bei Kinderbüchern natürlich immer so, dass die Helden immer gleich alt bleiben. Das sieht man bei 3 Fragezeichen, TKKG. Die Gruppe von Jugendlichen ist immer gleich alt. Aber es war wirklich ein Problem, weil ich habe ja die Bücher für meinen Sohn, den Sven, geschrieben. Und er kommt praktisch in diesen Büchern vor als Held. Und da habe ich aber noch nicht einen zweiten Bub gehabt, wo nachher der Tim gekommen ist. Ist er wirklich enttäuscht gewesen, dass er nicht in den Kinderbüchern drin ist. Und dann hat er mich mal gefragt, ja, wo bin denn ich, oder? Und dann habe ich ihm gesagt, das ist leider nicht möglich, dass man nachträglich ihn da reinbringt in die Bücher, weil der 10-jährige Sven kann nicht auf einmal im Band 9 oder 8 einen 4-jährigen Bruder bekommen. Und darum gibt es da keine Möglichkeiten. Aber ich habe mich dann hinten im Buch einmal bei meinem Sohn, bei meinem Zweiten, entschuldigt für das, dass ich ihn leider da nicht integrieren in die Kinderbücher.
Aber es wäre im Prinzip im 10. Band ja möglich, dass ein guter Kollege dazukommt. Und so wäre das wäre dann dein zweiter Sohn. Ja, aber so das wäre ein Kollege. Das wäre dann ein Kollege in dem Sinn, aber nicht ein Bruder. Also ein Kollege kann er treffen irgendwo, das würde gehen. Aber eben, er kann nicht auf einmal ein Bruderli haben, das 4 Jahre alt ist. Das würde nicht aufgehen. Das ist das Problem bei den Kinderbüchern. Ja. Lassen wir das mal stehen, machen noch schnell Pause. Bleiben dran, weil es geht noch ein bisschen. Da sind wir wieder zurück mit dem Stefan Baiker und dem Betschi, da auf Radio 15. Er stellt eben sein neues Buch vor, das 9. Band. Und wo überall kann man das überhaupt kaufen, bestellen? Die Bücher kommt man in allen Buchläden über und natürlich auch auf unserer Homepage www.geistergeborene.ch. Man soll einfach dort bestellen und dann kommt man das über. Ja, klar, dann kommt das innerhalb von 2 Tagen heim. Oder eben, wenn man es im Buchladen holt, hat man es natürlich direkt, ja. Ich bin auch schnell auf die Webseite gegangen von euch und eben, man kann ja nicht nur das Buch posten, sondern ihr habt ja viel auch einen Job dort. Richtig. Was kann man denn als voll eingefleischter Fan vom Geistergeborener alles haben? Mittlerweile gibt's einiges. Also, wir haben eine Zusammenarbeit mit Funwheel. Da haben wir ein Kickboard, ein Geistergeborene Kickboard für ab 6-Jährige. Dann haben wir mit Micro zusammen geschafft. Da haben wir ein Kickboard für ab 4-Jährige. Dann gibt's Geistergeborene Jacken. So Kapuzenjacken, schwarze. Masken gibt's. Dann gibt's einen Notfallrucksack, einen Geistergeborene Notfallrucksack. Und Sammelbildchen. Also einiges, ja. Man kann sich im Prinzip voll ausrüsten und nachher 20 herumfurzen. Und den Kampf gegen das Böse beginnen, ja. Cool, herzlichen Dank, dass ihr zwei da den Weg gefunden habt ins Radio 15 Studio, Zeit genommen habt für das. Und ich wünsche euch weiterhin viel spannende Momente, auch in der Halle vom Geisterkickboarden an der Hofstrasse 99 in Wetzigen. Hofstrasse. Gut, Hofstrasse 99 in Wetzigen. Und bei dir, Stefan, natürlich weiterhin viel Spass auch beim Schreiben. Danke. Und ist schon eine Idee draussen, dass es 10. könnte eventuell kommen? Ja, da haben wir schon einige Ideen. Also das wird ganz sicher kommen. Und danke vielmals, dass wir da sein dürfen bei Radio 15. Herzlichen Dank, bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss, Betschi.